Es ist nicht selbstverständlich, frei zu sein. Am Brandenburger Tor spüre ich das jedes Mal. Der Fall der Mauer brachte Millionen Menschen die Freiheit. Diese Freiheit greifen Putin und sein Regime in der Ukraine brutal an. Deswegen müssen wir die EU und das freiheitliche Europa stärken. Gegen Extremisten bei uns und immer aggressivere Gegner von außen. Eines Tages wird die Ukraine in Frieden und Freiheit EU-Mitglied sein. Für mich geht es als Energiepolitiker bei der klimaneutralen Energieversorgung um Freiheit. Wenn wir das schaffen, dann werden wir gemeinsam mit unseren Partnern in Europa und auf der ganzen Welt stärker als die Feinde der Freiheit. Ich habe bisher intensiv daran mitgearbeitet, dass zum Beispiel das Heizungsgesetz gut geworden ist. Heizungen dürfen selbstverständlich benutzt und repariert werden, bis sie kaputt gehen. Und dann kommt Schritt für Schritt die Umstellung auf klimaneutrales Heizen. Mit der Technologie, die am besten zu eurem Zuhause passt. Ich will, dass wir mit den Freiheitsenergien noch schneller Erfolg haben. Also mit anderen Worten, wir haben es auch hier wieder mit einem Themenkomplex zu tun, in den die Beschleunigung, in den die Vereinfachung von Planungs- und Genehmigungsverfahren unmittelbar mit reinspielt. Damit der Ausbau der Stromnetze schneller vorankommt und ihr eure Solaranlage mit Energiespeicher einfacher anschließen könnt. Klimaschutz ist kein rein deutsches Thema. Ich will die klimaneutrale Energieversorgung europäisch gestalten. Wir können von unseren Partnern profitieren und sie von uns. Denn darum geht es doch, dass wir in Europa unser Leben in Frieden, Wohlstand und Freiheit gestalten.